Und willkommen zu einem neuen Let's Play. Da heute das 100-jährige Jubiläum ist, dass die Titanic untergegangen ist, mache ich ein Let's Play darüber. Let's Play Cryostasis. Es ist ein Horror-Shooter, also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Neues Spiel. Den Ladebildschirm überspringe ich mal schnell. Den will ja, glaube ich, niemand sehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier bin ich wieder. Der Ladebildschirm wurde übersprungen. Na, jetzt aber noch die letzte Stelle. Und meine Damen und Herren, jetzt sehen wir hier, dass der Ladebildschirm die letzte Stelle zu diesem Level bzw. dem Spiel lädt. Genau. Und es geht los. Nun ja, es geht los. Meine Geschichte ist ohne Trost. Ja, lest selber. Ich glaube, ich kann jetzt so schnell lesen, oder? Kann ich so schnell lesen? Ja, ich lese einfach mal. Meine Geschichte ist ohne Trost. Sie ist weder leblich noch glücklich. Ach, verdammt, jetzt kommt sie wieder weg, oder? Ach, egal. Okay, dann lese ich es jetzt immer ab sofort. Auf Erden. Undurchdringliche Wälder umgaben es von drei Seiten. Und an die vierte Seite grenzte die Steppe. Es waren fröhliche, starke und tapfere Menschen. Doch eines Tages kamen harte Zeiten. Aus dem Nichts erschienen andere Stämme und trieben sie in die Tiefen des Waldes. Dort gab es Sümpfe und Dunkelheit, denn der Wald war alt und seine Zweige waren so dicht miteinander verwoben, dass man den Himmel nicht sehen konnte. Und die Sonnenstrahlen konnten sich kaum ihren Weg durch das dichte Blattwerk hinab zum Sumpf bahnen. Und wenn das Licht doch einmal die Wasserfläche des Sumpfes erreichte, dann stiegen giftige Dämpfe auf und töteten die Menschen. Sie mussten diesen Wald verlassen und es standen zwei Wege zur Wahl. Einer führte dorthin zurück, wo der starke, gemeine Feind wartete. Und ein anderer Weg dorthin, wo die Baumriesen sich mit ihren mächtigen Kronen dicht an dicht drängten und ihre verschlungenen Wurzeln tief in den zähen Schlamm des Sumpfes bohrten. Sie waren tapfer und hätten bis zum Tode gekämpft gegen jene, von denen sie einst besiegt wurden. Doch sie durften nicht im Kampf ausgelöscht werden, denn dann wäre ihre Kultur verschwunden. Deshalb saßen sie in den langen Nächten im flüsternden Wald, inmitten des giftigen Gestanks des Sumpfes und grübelten. Sie saßen dort und die Schatten der Feuerstellen umtanzten sie lautlos. Doch dies schienen keine tanzenden Schatten, sondern böse Geister des Waldes und des Sumpfes zu sein, die ihren Triumph feierten. Wo bin ich hier? Okay, die Leiste da unten, das ist unsere Kälteanzeige. Momentan ist es sehr kalt, deswegen ist hier alles blau. Und wenn es rot ist, dann ist uns warm. Also ja, momentan ist uns sehr kalt. Und hier ist eine Tür. Wo führt die uns hin? Okay, hier ist es ein bisschen wärmer. Unsere Wärmeanzeige füllt sich auch wieder. Und falls die Kälteanzeige komplett blau ist, dann sterben wir. Also ja. Okay, was haben wir denn da? Ist das eine Lampe oder was? Eine Taschenlampe, oder? Ja, eine Taschenlampe. Okay, dann machen wir ein bisschen Licht. Drücke F zur Verdienung der Taschenlampe. Okay. Also ich habe das Spiel sehr lange nicht mehr gezockt. Ich habe es eigentlich nur einmal gezockt. Also kann man sagen, es ist ein halbes Blindplay, was ich da habe. Aber ich habe es schon mal durchgespielt.
hier, hier ist noch eine Tür. Hey, was ist das? Oh mein Gott. Eine Vision. Ein Hund. Was zum Teufel? Okay, das war die Vision eines Todes von einem Mann irgendwie. Die kommen hier im Verlauf des Spiels sehr häufig vor, was ich auch sehr gut an dem Spiel finde. Was? Halt das Shift gedrückt, um zu rennen. Shift, wo ist Shift? Ich habe keine Ahnung, wo Shift ist. L-Shift. Was ist das? Schon wieder so ein Visionsteil. Na, muss man darüber jumpen? Unbestimmt, okay. Was ist das? Das ist ein Schiff. Das hat doch auch gereicht, wenn du dies. Unbestimmt, das ist ein Schiff. Okay, der ist im Eis eingebrochen, wie es scheint. Du bist noch zu schwach, um einen kurzen Sprint auszuführen. Mit der Zeit wirst du mehr Ausdauer bekommen. Nicht so schnell ermüden, um dich schneller zu erholen, ja. Okay, also wir frieren momentan. Unsere Lebensanzeige ist auf kurz vorm Nullpunkt. Kurz vorm Nullpunkt, ja. So, was geht jetzt hier lang? Hallo? Das war die Tür. Nicht erschrecken. Was ist das? Schon wieder eine Vision. Okay, ich bin auf einem Hundeschlitten. Und durchstreifen eine Klippe oder sowas. So, bring uns die Hunde hin. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh oh. Ah, so kam es, okay. Was können wir hier? Gleich bricht das Eis an, ne? Ja, das Eis ist raus und... Okay, so kam es zum Tod dieses Mannes da unten. Ach, jetzt ist man wieder da unten hin. Okay. So. Ah ja, jetzt müssen wir eine Vision spielen diesmal. Und versuchen zu überleben. Dadurch werden neue Sachen freigeschaltet. Ah, ich bin hier runtergefallen im Eis, okay. Jetzt müssen wir zum Hund, glaube ich, hoch, ne? Der Anstelle kann ich mich noch erinnern, da bin ich lange dran gehängt. Alexander Nesterov, Junior-Forschungsassistent von Polarstation Pauli 21, trifft bei Koordinaten 86 Grad 21 Minuten nördliche Breite, 74 Grad 57 Minuten östliche Länge, am 27. März 1981 ein, um an Bord des Atomeisbrechers Northwind zu gehen. Okay, das sind immer so kleine... kleine Sachen, die ein bisschen von der Geschichte erzählen. Werden wir im Laufe der Story häufig anfinden. Wo ist denn der Hund? Hund? Und wo ist dieser Hund? Jetzt müssen wir uns durch. Okay, wir sind gestorben. Wir sind in irgendeine Klippe eingefallen. Versuchen wir es mal nochmal. Jetzt müssen wir wieder hier hoch. Ja, das kennen wir schon. Alexander Nesterov, Junior-Forschungsassistent von Polarstation Pauli 21, trifft bei Koordinaten 86. Wir müssen vorsichtiger umlaufen. Hier sind überall so Risse am Boden, wo wir einfallen können. Wir sind zum Beispiel am 27. März. Wie kommen wir denn darüber? Hier vielleicht? Ja, das sieht gut aus. Hier müssen wir rüber. Okay. Ja, jetzt sieht ungefährlich aus, okay.
Und da ist der Hund. Da ist dieser Hund. Machen wir einen Platz. Komm her. Naja. Okay, wir kommen jetzt auf diesen Berg da hoch. Können wir da rüberjumpen? Nee. Das Spiel läuft ziemlich flüssig. Wo ich damals gezockt habe, hatte ich schon Probleme, das zu spielen. Also, ja, Windows Vista ist ja nicht bekanntlich der beste PC. Okay, hier darf man auf keinen Fall reinfahren. Wir müssen vielleicht einen anderen Weg nach oben finden. Beziehungsweise eben dieses Schiff hier. Wow, ja, da schauen wir was. Wow. Laufen wir einfach mal entlang, vielleicht finden wir ja etwas. Shootermäßig geht es erst später ein bisschen los. Jetzt ist gerade ein bisschen Story angesagt. Laufen wir mal weiter. Ah ja, da ist der zweite Hund. Achso, der Hund will uns irgendwo hinführen. Okay, dann ist es nur ein Hund. So, führt uns denn hin? Das sieht aus wie so ein Atomzeichen, würde ich sagen. So, hier geht es wahrscheinlich ins Schiff hinein. Okay, was ist denn jetzt? Achso, wir müssen da hoch, oder? Kann das sein? Ah! Nein! Oh nein, ich muss jetzt den ganzen Weg wieder nochmal latschen, oder was? Ah ne, okay. Sehr sozial, dass es hier immer Quicksave gibt. Ja, okay, wir müssen hier entlang gehen, hier entlang, ne? Also am Anfang ist es ein bisschen langweilig, ich kann es verstehen, wenn es euch gerade nicht so vom Stuhl reißt, aber später wird es echt interessant. Da haben wir später Waffen und so. Aber jetzt ist gerade momentan noch nichts los, weil wir uns erstmal zurechtfinden müssen in diesem Spiel. Quasi, das ist so eine Art Tutorial, könnt ihr euch so vorstellen. Und hier ist wieder dieses Atomzeichen, was ich da erkannt habe. So, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Kannst du mir einen Tipp geben, Hund? Du wurdest schon ein Spielemacher hierher gesetzt, also kannst du mir doch bestimmt helfen, wie es weitergeht. Einen offensichtlichen Weg weitergehen. Oh, das geht nicht. Nö, das sieht nicht danach aus. Auf zu bellen, ich höre dich ja. Und zwei geht dann fallen wieder runter. Wie ging denn das nochmal rum? Ah, so, okay. Außenrum ganz leicht, aber einfach außenrum. Also ich glaube, wir müssen hier drauf. Und jetzt? Da rein oder was? Ja, genau, wir müssen da rein. Und jetzt hier runter. Und was ist hier? Mission erfüllt, oder? Ja. Autosave, okay. Yeah, hier könnte man super Spaß zum Jumpen oder so. So, hier geht die Tür auf. Was ist denn das? Dosen. Oh mein Gott, es sind Dosen. Ich mach mir in die Hosen. Hä? Ein Lüftungsschacht. Okay, sind wir hier denn jetzt? Ah ja, uns wird wieder warm. Weil dieser Motor da heiß läuft. Ja, können wir uns darauf wärmen. Na, also, wir können uns darauf wärmen. Das dachte ich mir. Und das füllt unsere Wärme wieder auf. Aber nur bis zu diesem obermarkierten roten Bereich, ne? Okay, und was ist hier? Eine Leiche. Ist ja schön. Hallo, wie geht's dir?
Ah, hier ist besonders warm. Können wir da drauf? Dann gehen wir mal hier rauf, zur Leiche hin. Ah, hier ist es sauber, okay. Das ist die Frage, wo geht's weiter? Hier geht's glaube ich weiter, ne? Weil hier eine Treppe ist. Ah, die Tür hat sich geöffnet. Wie läuft's? Die Büchsen sind platziert. Keine Anzeichen bisher. Setzen Sie sich. Wärmen Sie sich, solange es brennt. Ich habe zwei weitere Kisten zum Trocknen besorgt. Setzen Sie sich. Wärmen Sie sich, solange es brennt. Okay. So, richtig nah ans Feuer, damit auch viel wärmt wird. Was zum... Oh mein Gott! Er hat die Tür geklaut! Gib die Tür wieder her! Der Wichser hat die Tür geklaut! Oh mein Gott! So, wie geht's denn jetzt weiter? Müssen wir wieder da rein oder was? Ja. Und die Leiche ist weg. Anscheinend war die Leiche... Ah. Oh mein Gott! Der hat die Axt! What the f... Er hat seine Axt liegen lassen. Ja. Was zum Teufel? Okay, jetzt müssen wir die Axt irgendwie holen. Aber wenn es doof ist, ich komme jetzt hier nicht mehr durch. Ich will die Axt. Hä? Hallo? Ich bin zu blöd hier rüber zu jumpen. Ist ja spannend. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg nach drüben. Und zur Axt. Unserer ersten Waffe. Ich will die Axt. Egal. Komm, wir werden später auch noch eine Axt finden. Was? Ah, wir haben eine Kette. Ah, unsere erste Waffe. Okay, öffnen wir einfach mal die Tür. Um die Bretter mit deinen Fäusten zu zerbrechen, drücke. Ja. Okay, uns ist hier kalt. Hier ist es sehr kalt. So, alles aufbrechen. Wo sind wir jetzt? So. Nicht gerade dich, würde ich sagen. Boah! Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Na komm! Komm schon, du Penner! Scheiß Untoter! Ah, okay. Und Kinnhaken! Okay, hier ist so ein Stromschalter. Der erzeugt wahrscheinlich wieder Wärme, oder? Ah, die Glühbirne ist warm. Ja. Ich habe die Tür nicht geöffnet. Das war, das... ganz von alleine. Von hinten anschleichen, das geht so gar nicht. Was bist du denn? Bist du ein Weibchen-Zombie oder was? Das ist fertig. Ah, blocken kann man auch. Okay, wusste ich gar nicht. So, was ist, wenn wir hier... Bretterstern! Ist irgendwo was Warmes? Zum Wärmen? Eiszapfen! Ja, können wir uns hier wärmen? Hier ist es ziemlich warm, aber wo kommt die Wärme her? Von da oben, von der Lampe da. Nun gut, jetzt ist der warm und das da hat sich geöffnet. Okay,
Alter! Du alter Untotes! Arschloch! Komm, ich mach dich platt! Ah, Kombis gibt's auch, okay. Ich geb dir Kombi! Ah, hier! Wo sind wir jetzt? Okay, das fühlt sich gleich mit Wasser. Und es ist eingefroren. Nun gut, jetzt kommen wir hier wenigstens rüber. Und hier ist wieder eine Wärmequelle. Die sollten wir im Laufe des Spiels ein Auge drauf werfen. Also wir sollten während des Spielverlaufs ein Auge immer auf Wärmesachen werfen, weil die unsere Leben wieder auffüllen. Also der rote Bereich sind unsere Leben, könnt ihr euch so vorstellen. Du schon wieder. Ich dachte, ich hätte dich in die Hölle zur Hölle geschickt. Ah, zu deinen Höllen-Zombie-Freunden, du. Ah, open the door. And I go on the Taschenlampe. Die Tür hat sich von selber geschlossen. Oh mein Gott. Es ist zukunftstechnisch. Und ein eingefrorener Mensch. Wie ist er denn gestorben? Schauen wir uns das schnell mal an. Durch die Tür und die Treppe hoch. Es wird nicht mehr lange halten. Ja, ja. Ja, wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Verdammt. Wo ist die Treppe? Da muss doch eine Treppe sein. Ach, da. Okay, hier stirbt man, müssen wir uns merken. Durch die Tür und die Treppe hoch. Es wird nicht mehr lange halten. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Oder die. Das ist ja keine Treppe, das ist eine Leiter. Ah. Überflutungswarnung. Alle müssen die Sektionen 1 und 2 verlassen. Wir sind doch dabei. So, hier bloß nicht rüber, hier stirbt man. Ja, genau. So, hier. Und jetzt? Das scheint hier auch locker zu sein. Hier sollten wir auch. Ach, was soll's? Rennen wir einfach schon rüber. Okay, wir haben überlebt. Erfolg, du hast die Seele eines toten Mannes gerettet und dich selbst ein wenig verbessert. Es liegt ein finster Weg vor dir, auf dem du noch viele Gelegenheiten findest. Ja, und schon ist der Dialog schon wieder weg. Und hier geht's raus. Kapitän, die Route zeigt Eis an, entlang unseres gesamten Kurses. Die Route? Noch so ein hellseherisches Gerät? Sir, Hellseherei ist für Schamanen. Das hier ist die neueste Apparatur, nahezu narrensicher. Wissen Sie, warum man es Route nennt? Ja, nach der Wünschelroute. Sie ist ein Stab zur Suche von Wasseradern. Das war sehr populär in der Zeit der Holzschiffe mit großen Segeln und Sextanten. Die Zeit großer Entdeckungen. Die Zeiten ändern sich. Aber eines bleibt gleich. Das Schiff muss dich respektieren. Du musst ihm zuhören. Es verstehen. Viele Jahre mit ihm zusammenleben. Dann wird man mehr als ein Kapitän. Man wird Teil eines Ganzen. Aber das sind nur hübsche Worte. Sir, ich glaube, man muss lediglich das Ruder festhalten. Wann darf ich es endlich probieren? Sie haben es eilig. Wenn Sie so heiß darauf sind,
Dann probieren Sie das hier. Schloss-Tür oder sowas. Ah, jetzt. Ah! Ich will das öffnen. Hey! Ja! Ja, sehr schön. Okay, und jetzt? Ach, da sind auch noch welche. Oh, nee. Hier, dann da. Dann da. Und jetzt? Können wir es öffnen, oder was? Hallo! Ah, hier ist noch was. Und, Hä? Öffnen! Ich will das öffnen! Und alle Schilder, sie sind doch offen, oder was? Verstehe ich nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ich bin selbstmord. Ich glaube, an der Stelle sage ich mal, ich mache Pause und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Cryostasis. Bis dann, Servus!